So, dann wollten wir hier noch rein, genau. Ich frage mich, ob hinter diesen ganzen Türen da hinten, abgesehen von der Freundin, gegebenenfalls einfach nur immer extrem gute Materialien für Schmuck sind. Könnte ich mir so vorstellen. Ich weiß nicht, ich bin sowieso eher selten so die 100% Spielerin. Im Gegensatz zu manch anderem. Also wirklich alle Gebiete erkunden oder alle Sidequests, Charakterquests mitnehmen ist so eine Sache, aber dieses Materialienfarmen für irgendwie was, boah, finde ich immer totlangweilig. Oder Max-Level erreichen oder sonst was. Also ich definiere mir das irgendwie immer selber mit meinen 100% und dann ist gut. Aber es wäre generell mal gut, wenn ich überhaupt mal wieder spielen würde. Damit müsste ich sowieso erstmal wieder anfangen. Also privat, nicht nur im Stream. Weil jetzt in letzter Zeit kommt auch so viel geiler Stuff raus. Es kommt fast jeden Monat irgendwas raus, was ich spielen möchte. You okay? You sure? Ist dir so langweilig? Ein bisschen. Kennt ihr das? Ihr schaut kurz zur Seite zu eurem Freund und der schnappt sich seine Koteletten und zieht sie von seinem Kopf weg, sodass er zwei Antennen hat. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben sollte. Aber es kommt schon hin. Ja, ich möchte rubbeln. Gut, dass ich keinen Freund habe. Du kannst doch einfach selber machen. Und dann in den Spiegel gucken. So. Wir haben wieder ein paar Chancen. Ja, aber ich finde halt echt so, wir haben ja jetzt gerade März, dass voll viel geiler Stuff rauskommt. Jetzt diesen Monat oder Ende des Monats kommt ja Yoshi's Crafted World endlich mal raus, was irgendwie ewig lange verloren war. Ich weiß nicht, ob die Glassteine immer eine bestimmte Form haben. Wäre auch mal ganz gut zu wissen. Wenn wir einen hätten, könnte man nachgucken. Für den zweiten. Nee, also Yoshi kommt ja raus, da freue ich mich voll drauf, weil ich halt irgendwie schon voll lang drauf gewartet habe. Aber es wurde immer wieder verschoben oder noch nicht mal verschoben. Es wurde einfach nicht mehr erwähnt ab einem bestimmten Punkt. Deswegen, da freue ich mich drauf. Das werden wir auf jeden Fall auch dann im Stream durchspielen. Außer es ist total schlecht. Dann nicht, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und im April kommt ja endlich mal Anno. Was sie ja verschoben haben, was ja eigentlich schon raus sein sollte. Schnief, schnief. Was ich dann spielen kann. Und im Juni kommt Persona Q2. Und im Juli kommt Fire Emblem Three Houses. Das wird auch geil. Und irgendwann kommt noch Pokémon. Es ist schon echt viel, was da noch so kommt. Und ich habe auch privat noch ein paar Sachen, die ich sowieso spielen möchte. Ich möchte endlich mal Persona 4 durchspielen. Oder überhaupt mal spielen. Das wäre so die Sache. Aber ja, da kommt auf jeden Fall viel cooler Stuff. Ich habe mir auch nicht so genau überlegt, was wir nach Hamtaro machen wollen. Weil ich hatte ja gesagt, dass wir erstmal so eine kleine Pause machen. Also, dass ich jetzt Rainbow Rescue nicht direkt im Anschluss machen möchte. Einfach, weil Hamtaro ist so ein specialiges Projekt und ich möchte mich und euch auch nicht übersättigen. Gerade weil Rainbow Rescue noch mal ein bisschen länger dauern wird. Problem ist nur einfach, zwischen jetzt und Yoshi ist ja nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, ich müsste, wenn, kurz das Projekt einschieben und da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Alles, was ich potenziell an Nicht-Pokémon-Sachen einschieben möchte, würde auf jeden Fall ein bisschen länger dauern. Deswegen bin ich da so ein bisschen überfragt, was ich bis zum Release von Yoshi machen möchte. Wahrscheinlich einfach mehr Pokémon. Könnte ich mir vorstellen. Ein Opal! Yay! Aber wie gesagt, wir werden Rainbow Rescue auf jeden Fall noch machen. Ist immerhin mein liebstes Hamtaro-Spiel. Nur, wie gesagt, wenn ich jetzt so alles drei hintereinander mache, weiß nicht, ob der Reiz dann vielleicht so ein bisschen verloren geht auf Dauer.
dann lieber wieder ein bisschen sammeln und dann voll durchstarten mit Hamtaro. Und dann in der Zwischenzeit einfach mehr Pokémon machen oder vielleicht auch mal, weiß ich nicht, Mario Kart oder so dazwischen schieben. Oh, ein Glasstein! Vor allem, der ist noch nicht mal selten, der Drecksack! War das jetzt rund oder länglich? Ich hab keine Ahnung. Hat irgendwer drauf geachtet? Und wie selten war der vor allem? Der war überhaupt nicht selten! So gar nicht! Ich weiß, dass ich zwei von denen brauche. Aber wenigstens habe ich schon mal einen und weiß, wie der aussieht. Das heißt, wenn der dann plötzlich auftaucht, dann kann ich mich direkt freuen. Und ich wollte halt gerne wissen, wie selten die sind. Kannst du bitte mal aufhören, mit dem Stuhl zu furzen? Du weißt, mein Mikrofon hört alles. Es ist nicht schlimm. Es gibt Stories, die muss man nicht unbedingt mitbekommen. Er war rund. Oh, das ist wieder der fette Stein. Ups. Okay. Ja. Das heißt, wir haben auch schon mal einen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal eine Runde machen in der Hoffnung, dass wir da was finden. Und die runden Steine dürften ja auch reichen. Wenn das ausschlaggebend ist, aber ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus. Yay! Alles nur für dieses komische Schmuckstück. Hätte Fratzi nicht ganz ehrlich, nachdem er besiegt war und dann ja quasi in Fees Klamotten steckte und nur noch Gutes tun konnte, hätte der nicht mal eben kurz aufschließen können? Du hast mich gefragt. Ja, er war auch plötzlich weg. Ja, die Pose von den Hamstern ist super, das stimmt. Ich hoffe, das ist jetzt auch nicht zu langweilig für euch, aber es muss gemacht werden. Wir müssen den Dark Hamster aus der Dark Höhle befreien. Die Dark Handhöhle? Die Dark Handhöhle. Ja, stimmt, Persona 5R soll ja auch noch irgendwie angekündigt werden oder in irgendeiner Form revealed werden. Und ich will meine Joker-Amiibo haben. Das ist das Allerwichtigste. Kommt die? Ich habe keine Ahnung, aber irgendwann wird sie kommen. So. Wie könnte es euch langweilig werden? Ich weiß nicht. Also wenn ich so nach einem anstrengenden Arbeitstag mich dann hinsetze mit meinem Naschzeug und Twitch öffne und irgendeinen Stream gucken möchte, der mich dann erheitert und unterhaltet und entspannt. Ich weiß nicht, ob ich mir unbedingt einen Stream raussuchen würde, wo zwei ganz komische Leute ein Hamsterspiel für Kinder spielen und Steine aufrubbeln. Also, ich bin mir da nicht so sicher, ob ich das machen würde, aber ich stelle mir das vor allen Dingen vor, wenn dann wirklich jeder oder irgendwer so von der Arbeit kommt und so, oh ja, lass mal Stream gucken. Was wird mir denn so vorgeschlagen? Und da ist ja immer so ein Vorschaubild quasi vom Stream. Und dann sieht man einfach dieses Spiel und denkt sich so, was ist das? Dann klickt man drauf, dann ist ja eine Frau, die da redet und die hat keine Cam. Erstmal haten. So oder so ähnlich. Ich gucke nie in die Vorschläge. Ich gucke meistens auch eher gezielt. Aber manchmal ist es ganz witzig, in die Vorschläge zu gucken. Gerade weil Twitch jetzt ja eingeführt hat auf der Startseite, dass du quasi auch einen Unterpunkt hast mit Vorschläge aus, ich glaube, kleineren Communities oder so, dass dir wirklich bewusst auch kleinere Streams angezeigt werden. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Gehörst du auch dazu? Ich denke mal. Ja, Hauke, genau die. Die passt halt nicht mehr ins Layout. Also schon, aber nein. Doch, da unter dem Chat würde noch ein bisschen was passen. Aber nur so ein Schlitz fürs Dekolleté, ne? Ja. Reicht ja. Mehr brauchst du ja nicht. Aber das Problem ist, ich trage halt immer diese typischen, weiß nicht, Shirts, aktuell gerade mit einem Triforce oder so. Die haben halt nie einen Ausschnitt. Von daher gesehen, ne? Ist es etwas schwierig. Dann aufschneiden. Ich glaube nicht. Weiß ja nicht, ob ihr noch viele andere Streams guckt, jetzt ohne irgendwelche Namen zu nennen.
Also ich glaube, es gibt tatsächlich auch Leute, die immer nur unsere Streams gucken. Das sind dann die ganz Bekloppten. Okay. Dann wieder Kommando zurück und Pray for Glasstein. Da bin ich hin. Was fühlst du dich jetzt, Melly? Du fühlst dich jetzt offiziell Nein, das lese ich nicht vor. Das klingt sehr falsch, wenn ich das so vorlese, was sich Melly da fühlt. Jawohl. Du schaust so einen komischen Jesse 666 nach der Jassi. Der ist besonders komisch. Ich hab's ja, glaube ich, schon mal gesagt. Ich glaube einfach, andere Streams sind halt echt sehr... Die sind dann laut und witzig und wird rumgeschrien und rumgealbert. Klar, hier wird auch rumgealbert, aber ich glaube, hier ist wirklich eher der Fokus einfach auf meinem Spannen, würde ich sagen. Wer willst du bespannen? Dich. Aber keine Sorge, ich habe auch eine Kamera in Kais Dusche installiert für den Fall der Fälle, dass ich ihn irgendwann mal erpressen muss. Aber keinem verraten. Nee, also ich glaube, hier ist halt echt so ein bisschen mehr entspannt und man kann über alles Mögliche quatschen. Das ist ja auch ganz schön. Ich weiß nicht, was ihr plötzlich habt. Ich habe nichts gesagt. Ich bin ja nur am Steine rubbeln. Das heißt Kai Dusch nicht mehr? Ha. Kai, ich weiß ja nicht. Euer Bad wird jetzt schon eine ganze Weile renoviert und wenn du keine Dusche hast, das könnte halt schon irgendwann miefen, ne? Ich nehme es schon Waschzubau und stellt sich draußen in den Garten. Ja, ich weiß ja, dass Kai auch regelmäßig einfach auf der Terrasse steht und sich von seiner Oma mit einem Eimer überschütten lässt. Wahrscheinlich ist das jetzt wieder der Fall. Das heißt, ich muss die Kamera eigentlich einfach nur in die Hecke stecken und dann sehe ich auch alles, was ich nicht sehen will. Perfekt. Ja. Ist euer Bad fertig, bis wir zusammen ins Kino gehen? Sonst überlege ich mir das nochmal. Ach ja. Die Geschichte wird niemals alt. Mit dem Eimer auf der Terrasse, das stimmt halt auch einfach. Das ist ja nicht so, als würde ich mir sowas ausdenken. Ich denke mir vieles aus, aber doch nicht die Geschichte, dass Kai auf der Terrasse duscht. Mit dem Eimer und der Oma. In welcher Konstellation auch immer. Also so bekloppt bin ich jetzt auch wieder nicht. Also wie gesagt, ich habe in meinem Leben ja schon vieles ausgedacht, aber die Story mit Sicherheit nicht. Oh, oh, oh Kai, nein! Oh. Und ich meine, ihr merkt ja auch, dass Kai meine Geschichte nicht dementiert. Von daher gesehen versucht er sie einfach unterm Teppich zu kehren, weil sie ihm so peinlich ist. Das ist die Sache. Jetzt habe ich's verraten. Wenn ich jetzt noch einen Glasstein bekommen würde, wäre ich sehr glücklich. Das geht dem sicher nicht mehr. Ich bekomme hier alles, aber nicht das, was ich haben möchte. 5 Stunden später. Glasstein! Yes! We did it! Die anderen jetzt auch nochmal eben rubbeln, aber we did it! Jetzt noch ein dritter kommt, ne? Ja! Ist da jetzt noch einer? Ich glaube einer und der Dicke. Ja. Nee. Aber echt, wir waren da jetzt mehrfach. Also ich glaube zweimal da und dann hatte ich ja vorher noch irgendwie 14 Stück. Und da waren 2 Glassteine. Bei, das ist echt nicht viel. So. Und der natürlich. Nee. Dann muss ich nochmal genau nachgucken, was ich jetzt machen soll. Nicht, dass ich jetzt irgendwie das Falsche herstelle und dann wieder keine Glassteine habe. Die Wuchsohrringe aus Ammonit, Bananenstein und Glasstein. Okay, ich guck trotzdem nochmal. Doch. Das Vertrauen wäre jetzt einfach zu machen, ohne zu... Ein Ammonit, ein Bananenstein, 2 Glassteine, ja. Sie vertraut mir nicht! Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Sagt die, die heiraten will. Ja. Da habe ich dich noch mehr unter Kontrolle.
so. Dann nehmen wir quasi wieder den Bananenstein als Grundlage. So. Und dann die hier, ne? Ein Ammonit, ein Bananenstein und zwei Glassteine. Sonst gibt es ja auch nichts anderes, als die gleichen Dinger benutzt, oder? Ja. Und steht ja auch oben die Wurksringe dran. Ja. Okay. Ja. Kai, ich wäre mal ganz vorsichtig mit der Eimer-Geschichte von gerade. Ob ich auch noch mein Geld haben will? Der brennt bestimmt durch mit meinem Geld. Und meinen Glasstein. Yay, du hast Kai, ich habe gerade 5 Minuten lang erzählt, wie du damals auf der Terrasse standest und deine Oma dich mit einem Eimer Wasser überschüttet hat, weil ihr keine Dusche hattet. Hast du das nicht mitbekommen? Ich habe sogar gemeint, ja, Kai dementiert es ja gar nicht und so, also muss es ja stimmen. Melli hat tatsächlich dann auch schon festgestellt, dass ich die Wahrheit erzählt habe. Aber schön, dass du das jetzt erst mitbekommen hast, dass ich diese Story erzählt habe. Derp. So gut hörst du mir also zu. Ich verstehe. Ja, das würde ich jetzt auch hinterher sagen, Kai. So, dann auf zur Königin. Die hat mich ganz schön Nerven gekostet. Wurks. Nicht tada? Keine Ahnung. Mein Wurks-Schmuckstück ist noch nicht fertig. Gebt euer Bestes. Na gut. Haha, ihr habt es. Ihr habt es selbst gemacht, oder nicht? Ausgezeichnet. Hinreiß einfach oben werfen. Ach, wie versprochen, belohne ich euch. Aber ihr, war bei ihr auch das Sternentor? Keine Ahnung. Bevor alles schmuckelt gut auf. Versprochen. Okay. Manchmal hasse ich alle anwesenden Personen hier abgrundtief. Ach, Kai. Alle außer mich. Ich weiß, dass du uns doch eigentlich liebst. Goodbye, Kyukai! So, mal gucken, ob das jetzt der richtige Schlüssel war oder ob ich jetzt irgendwelche anderen Türen aufmachen muss. Da war ein Schirmhamster. Tatsache. Tut mir leid, Freunde, du musst noch mal kurz warten. Hey, Hamha! Benehmt ihr zwei euch auch? Ja? Freut mich zu hören. Schön, schön. Was, wenn ich Nein sage? Was? Der Regenschirm? Wie neugierig. Es regnet, wo immer ich auch hingehe. Ehrlich. Und so bin ich immer vorbereitet. Okay. Kann ich doch nicht Nein sagen. Etwas riecht nach Schönling. Haha, das stimmt. Ich bin ein Schönlingsredakteur. Haha, was meint ihr? Bin ich nicht anmutig? Aber haben die auch noch genickt? Wie geht es euch? Hey, ihr zwei. Oh. Okay, der ist irgendwie absolut unnötig, der Typ, aber okay. Ja. Ist hier drin noch jemand? Hallo? Yeah. Hier, bla bla da. CBU, danke schön für 2 Monate Treue. Ich bin der Reporter vor Ort, Lauscher. Ich recherchiere hier für eine Story um einen zwielichtigen Hamster mit eigenartigem Kostüm. Das wird ein Explosivknüller für du weißt schon wen. Das ist das Problem, dass der Unfall verschwunden ist.
Das soll eine Untersuchung nach sich ziehen. Okay. Okay. Ansonsten? Okay. Er will nicht. Er will nicht. Ah! Kommt der Presse nicht in die Quere. Wir haben ein Recht, die Wahrheit zu berichten. Das Recht und die Pflicht. Okay. Wenn du mir in die Quere kommst, ist es dann quasi Zensur. Vielleicht. Okay. Dann ja. Such du mal weiter. Fratzi von Assi TV. Ja. Ja. Stern. Sie hat immerhin Fernseher. Nein, stopp! Ich rette dich, meine Liebste! So schlecht sieht sie drin gar nicht aus. Keine dunkle Höhle, einfach nur. Ah, Georg! Warte eine Sekunde. Sie sagen gleich, wer der Täter war. Stimmen aus dem Fernseher. Du kannst jetzt nirgends mehr hin. Nein, begehe kein weiteres Verbrechen mehr. Dagegen kann ich nichts mehr machen. Bleib sofort stehen. Ob diese Hilferufe dann auch aus dem Fernseher kamen, die wir gehört haben? Wahrscheinlich. Ich wusste es. Dieser Hamster sah wirklich verdächtig aus. Das war wirklich gut. Also, die sieht jetzt nicht aus, als hätte man sie retten müssen. Kamen die Hilferufe aus dem Fernseher? Was für eine Erleichterung. Wie geht's dir, Liebste? Da fragst du noch? Das siehst du doch. Mir geht's klasse, Georg. Aber, Liebste, hast du, ich meine, etwas zugenommen? Ja, das sagt man nicht. Ah, ja, das habe ich. Ich fasse es nicht, dass du das bemerkt hast. Haha. Hier ist es wirklich gemütlich. Aber ich kann hier drin keinen Sport machen. Ich mache mir aber keine Sorgen. Gar nicht. Richtig so. Ich mir auch nicht. Zuckerschnäuzchen. Georg! Okay. Okay. Für Dinge, die man nicht sagt. Trotz kurzzeitiger Trennung ist ihre Liebe wieder eins. Yay! Ich war so einsam, als wir getrennt waren, Liebste. Supi! Von nun an bleiben wir zusammen, Georg. Neues Wort gelernt! Hätte ich gemeint, das ist eine kleine Süße und die ist irgendwie größer als er. Supi bedeutet okay. Okay. Nehmen wir mit. Ich möchte mit meinem Angebeteten auch auf ewig zusammen sein. Darum bin ich so glücklich, dass ich bei dir bin, Yantaro. Sie sehen recht beschäftigt aus. Wir sollten vielleicht... Ich will mich aber noch umsehen. Hey, Yantaro! Guck mal, das Liebesmeter ist ganz gefüllt. Wir müssen zu Fee und es ihr berichten. Lass uns zum Clubhaus zurückgehen. Ich wollte aber... Oh. War Fee nicht weg? Ja. Warum liegt die wieder auf dem Bett? Sie hatte zu tun. Sie hatte es ganz eilig. Auf dem Bett. Aber ja, wir haben alle Pärchen gerettet. Aha! Willkommen! Was gibt es, ihr zwei? Au, oh, offenbar ist das Liebesmeter bis zum Rand gefüllt. Au, oh, wirklich? Tihi! Wir werden nicht mehr streiten, oder? Ha, wenn doch, können wir uns erneut versöhnen. Sehr richtig. Und dann wären wir uns noch näher. Die Texte laufen übrigens automatisch durch. Hey, Ani. Ja, was denn? Wollte nur sehen, ob du auch zuhörst. Du bist so ein Heini. Ich bin so voll. Oh, ja. Vollkommenes Glück. Oh, ja. Turtle, darf ich dir eine Frage stellen? Natürlich. Warum kannst du durch den Panzer schwimmen? Ja. Didu, leih mir das bitte. Komm schon. Oboi. Was? Hast du dich erschreckt? Oboi. Oboi, oboi. Oh, Abschied ist immer bittersüß. Aber ich muss jetzt gehen, Schatz. Pass auf dich auf, mein Liebling. Ich verlass dich nie. Okay, okay. Nur noch einmal. Bitte, ich brauche eine Pause.
Heidi, ich, das, Atme tief durch und entspann dich. Kommen wir das nächste Mal wieder gemeinsam her. Lieben gern. Jetzt möchte ich aber Popcorn haben. Immer mit der Ruhe. Ich brauche ein Portemonnaie. Oh, weg. Moment, die andere war. Richtig. Egal. Reiß dich zusammen. Ich hab es. Dann geht es nicht wieder verloren. Oh, das wusste ich. Dieser Roboter ist wirklich gut. Wo ist bloß diese übergroße Ladung Müll hin? Vroom, Piep. Weißt du, ich finde, dass du sogar noch stärker als zuvor bist. Du beschämst mich. Hamrot! Hamrot ist der Beste. Mein kleiner Schuft. Das ist nicht gut. Immer wieder die gleiche Leier. Da hast du recht. Egal, auf geht's. Da hast du recht. Wo warst du? Tut mir sehr leid. Ich musste Pipi. Das ist alles. Du bist der Einzige, der meine Kappe zu schätzen weiß, Cappy. Ich finde, das ist die coolste Kappe überhaupt. Apropos, ich hörte, dass dieser komische Typ mit dem Kostüm weg ist. Jetzt, da alles überstanden ist, wird alles gut, oder? Ich hoffe doch sehr. Wie geht die Arbeit an der nächsten Erfindung voran? Ich arbeite mir die Pfoten wund. Alles nur für dich, mein Schatz. Du bist so süß. Da werde ich gleich rot. Wir haben keine Bananen mehr, Ugo. Verstanden. Burgrollen mehr. Schon in Ordnung. Gehen wir zusammen, Ugo. Burg glücklich. Verstanden. Affe gehen auch. Das ist der böse Typ. Hey, lass das doch. Du darfst mir nicht sagen, wer der böse ist. Tut mir echt leid. Ist mir rausgerutscht. Spoiler. Echt mal. Das war süß. Aber die Texte waren eindeutig zu schnell. Die konnte ich leider auch nicht stoppen oder wegklicken. Die sind einfach... Das war ein bisschen flott vielleicht. Aber das war schön, nochmal alle zu sehen, die wir quasi zusammengebracht haben. Ich glaube auch in der Reihenfolge, in der wir sie zusammengebracht haben. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Oh. Oder ich habe es verdrängt. Aber das ist echt süß gewesen. Das hat mir gefallen. Nur noch ein einziges Pärchen ist übrig. Ein Pärchen? Ich kann mich an keins mehr erinnern. Tihi, zufällig stehen sie gerade hier, in diesem Raum. Ihr habt diesen Fiesling Fratzi besiegt und all die Pärchen gerettet. Ihr, die hier steht, seht so aus, als ob ihr wirklich knutschi füreinander empfindet. Oh, wenn du das so sagst, dann ist es mir peinlich. Oh. Die Reise hat uns zusammengebracht. Yay. Herzboost! Rainbow! Ist das der Teaser für Rainbow Rescue? Nope. Zusammen habt ihr Prüfung um Prüfung bestanden und so die Liebe der Hamster gerettet. Welch großartiges Vorbild. Ecke. Okay, so dann, seid euch näher gekommen und darum werde ich, die süße Fee, euch ein ganz neues Hamchat-Wort lehren. Aber erst unten. Ja. Ha, gut. Gehen wir ins Wohnzimmer. Tee. Süß. Ach, jetzt müssen wir noch anreden. Jetzt kann man alle Steine instant rubbeln, nicht nur stufenweise. Oh, schön. Ich komme nicht an ihr vorbei. Naja. Ja, bitte. Endlich, ich habe schon auf euch gewartet. Tihi. Oh, ich liebe meinen Job. Ich bin die süße Fee. Yantaro Svenjo. Ich merke, ihr seid wie füreinander geschaffen. Und eure Liebe wächst stetig. Und darum lehre ich Fee euch ein besonderes Hamchat-Wort. Okay? Bereit? La 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 la. Neues Wort gelernt. Jan! Neues Wort gelernt! La 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 bedeutet singen. Ich glaube, das war ein La zu wenig. Lecker.
Hat dein Magen gerade geknurrt? Nicht geknurrt. Verarbeitet? Ja. Okay. Okay. Um ehrlich zu sein, ich habe es selbst erfunden. Wirklich gut nicht. Okay. Das heißt... Hat sie einen Megastein rubbeln. Ja, stimmt. Wir haben alle Pärchen gerettet. Hi, Puh. Und wie gesagt, der kleine Film war echt süß, wo man alle nochmal gesehen hat. Aber wir haben noch Nudelauflauf in der Küche, alles gut. Er wird nicht verhungern. Was ist jetzt wohl in dem großen Stein drin? Hauptsache, ich rubbel den nicht gleich weg. Ein Hamster. Ein Hamsterfossil? Okay. Wie sieht das jetzt aus? Okay. The fuck? Ja gut, der Buntstein war in der Kammer von dem Buntschlüssel. Ja gut. Was war das? Wie würde man jetzt eigentlich in die anderen Kammern kommen? Weil da fehlen uns ja noch mehr Schlüssel. Vielleicht ist in der Kammer, die du gerade aufgemacht hast, der Schlüssel für die andere, für die nächste Kammer. Ach so. Können wir mal eben nachgucken. So viel Zeit muss sein. Rainbow! Aber das sah echt bekloppt aus. Ich will hier durch. Gucken wir doch nochmal bei denen vorbei. Alternativ kann man die bestimmt auch irgendwo herstellen, aber kann ja hier nochmal gucken. Die sind happy. In deren Keller kann ich nicht. Schauen wir nochmal ganz kurz. Wie gesagt, ich will jetzt ja sowieso nicht überall rein, aber einfach nochmal kurz gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Die stören sich da ja bestimmt nicht dran. Da ist noch Cash, okay. Ah ja. Da. Na komm, dann rubbeln wir den auch nochmal eben auf. Die ganzen kleinen Steine können ja dort bleiben. Aber ich könnte mir halt echt vorstellen, dass du wahrscheinlich ganz viele Edelsteine quasi rubbeln musst. Was ja auf jeden Fall RNG ist, wie wir festgestellt haben. Gut, ein bisschen kann man sich darauf einstellen, wo man was findet, aber trotzdem. Und dass man da vielleicht auch noch Schlüssel herstellen kann. Aber die führen ja letztendlich auch nur zu mehr Edelsteinen. Aber so eigentlich haben wir es geschafft. Das Wichtigste haben wir getan. So. Aber die geile Rubbel-Animation lasse ich mir nicht nochmal nehmen. Nudelauflauf ist zweimal Lauf drin. Da muss es aber, glaube ich, ein bisschen anders aussprechen. Da muss es Nudelauflauf heißen. Der Nudelauflauf? Nee, der Nudelauflauf. Nein. Aber das sieht echt irgendwie so ein bisschen auf Drogen aus, wenn die da gleich rubbeln, oder? Also... Ich wünsche mir, dass das letzte Thumbnail genau das dann ist. Ich meine... Ein Unistern. Yay! Haben wir das zumindest noch gemacht. Yay. Man hätte ihn doch einfach Sternenstein nennen können, aber okay. Gut. Dann haben wir es geschafft. Wir haben 80 von 86 Handschriftwörtern gelernt. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein guter Schnitt. Dafür, dass wir einfach nur sporadisch quasi alles durchgespielt haben. Aber wir haben alle Pärchen gerettet. Quasi 20 Stück plus uns, also 21. Wie gesagt, 80 Wörter gelernt. Wir haben immer noch 232 Kerne, also da haben wir sowieso keinen Notstand. Und wir haben, glaube ich, auch tatsächlich einige Schätze so gesammelt. Gut, hier werden noch die anderen Kammern sein. Aber so ansonsten haben wir tatsächlich... Alles? Nicht alles, aber viel freigerubbelt. Einer fehlt uns halt hier noch. Oh. Also ich finde, wir waren echt gut. Wie gesagt, man könnte natürlich jetzt noch die letzten Wörter sammeln. Man könnte versuchen, alle Steine zu bekommen, alle Edelsteine. Plus dann den ganzen Schmuck herzustellen. Man könnte noch die Tanzwettbewerbe machen und sowas. Aber ich glaube, so spannend ist das nicht mehr. Das Wichtigste ist die Story. Und die haben wir, glaube ich, sehr, sehr umfangreich durchgespielt. Hat es euch denn gefallen? Also nicht nur heute, sondern allgemein so als Stream-Projekt. Also ich fand das echt ganz schön. Es ist vor allen Dingen mal was anderes. Es ist nicht so ein todernstes Projekt. Es ist einfach was... Es ist random, es ist witzig, es ist süß. Man hat immer was zu lachen.
Es muntert irgendwie einfach auf, finde ich. Und es ist irgendwie was, was gefühlt niemand anderes streamt, weil es einfach so besonders ist, nennen wir es mal so. Also mir hat es echt sehr viel Spaß gemacht. Sowohl der erste Teil als auch jetzt der zweite Teil. Wie gesagt, den dritten, also die Rettung des Regenbogens, machen wir auf jeden Fall auch noch, aber nicht direkt im Anschluss. Aber das will ich auf jeden Fall im Laufe des Jahres auch noch in Angriff nehmen. Also die Projektliste ist zwar lang, aber wäre jetzt doof, damit so ewig zu warten. Also das kommt auf jeden Fall auch noch. Ja, Kai, es ist halt echt so, da kann man einfach ganz entspannt spielen oder zugucken und ist glücklich. Das ist ja auch wichtig, finde ich. Dafür sind die Streams ja auch da. Ich meine, Razzi hat uns jetzt nicht wirklich intensiv geholfen, aber er war zumindest stets bemüht. Nee, es war auf jeden Fall schön. Hat auch immer sehr viel Spaß gemacht, mit dem Chat zu interagieren, so gut es eben ging, während dem ganzen Lesen. Ja, nee, das war echt ein schönes Streamprojekt, muss ich sagen. Ein bisschen kürzer, aber ist ja vielleicht auch mal nicht so verkehrt. Gut. Und vor allen Dingen, ich dachte eigentlich, okay, wahrscheinlich sind wir jetzt halbwegs schnell durch damit. Aber nö, normale Streamlänge. Also gut, dass wir das nicht beim letzten Mal noch gemacht haben. Stellt euch mal vor, der Stream beim letzten Mal wäre sowieso schon mega lang gewesen und hätten wir noch verzweifelt die Glassteine suchen müssen. Dann wäre wirklich Stream bis 2 gewesen. Deswegen, ich glaube, ich bin schon ganz froh, dass wir das dann nochmal auf heute verschoben haben. So, ich klaue euch mal kurz den Ingame-Sound, nicht erschrecken. So. Und gebe euch noch ein bisschen Liebe. Zack. Das war ein sehr, sehr schöner Stream auf jeden Fall. Und dafür muss ich immer rausklicken. Ich hoffe auch, ihr habt Spaß mit den ganzen Emotes, die wir jetzt haben. Die jetzt auf jeden Fall in der Gänze so bleiben. Für alle weiteren Streams. Ich habe da eigentlich nicht vor, noch irgendwas zu ändern, weil jetzt sind wir einmal voll. Die sind ja alle halbwegs neu. Da bin ich schon ganz glücklich mit. Dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen heute. Morgen geht's weiter mit dem nächsten Livestream. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr noch Bock habt. Und ja, euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, einen schönen Start ins Wochenende. Und Dankeschön, dass ihr bei dem Streamprojekt so tatkräftig mit dabei wart und mitgechattet habt. Das war auf jeden Fall ganz schön. Dann bis zum nächsten Stream und tschüss. Tschüss.